Wie lange kennen wir uns schon, Ken? Habe ich je ein Versprechen gebrochen? Ich bringe dich auf den Fahrersitz in Le Mans. Halt einfach die Klappe und lass mich mein Ding machen. Alles klar. Komm her! Morgen, Shelby. Morgen, Molly. Leck mich. Fahr zur Hölle. Und das war's, Leute. Ferrari gewinnt die 24 Stunden von Le Mans zum 5. Mal in Folge. Mr. Ford, Ferrari lässt Ihnen etwas ausrichten, Sir. Was hat er gesagt? Er sagte, Ford baut hässliche kleine Autos in einer hässlichen Fabrik. Und er nannte sie fett, Sir. Wir werden Ferrari in Le Mans beerdigen. Also der große Carroll Shelby will ein Auto bauen, mit dem er Ferrari besiegt. Mit einem Ford. Korrekt. Und was hast du denen gesagt, wie lange du dafür brauchst? 200, 300 Jahre? 90 Tage. Ford hasst Typen wie uns, weil wir anders sind. Wir hörten, er sei schwierig. Ken? Nein, nein, Ken ist ein Schoßhündchen. Grauenvoll. Wenn es ein Problem gibt, findet der Computer es. Ich brauche Klebeband und einen Wolksknäuel. Was machen die da? Die machen ihr Auto schneller. Schon viel besser! Ken Miles ist kein Ford-Mann. Wir sind schon so weit. Und jetzt sagen Sie mir, wir kriegen nicht den besten Fahrer der Welt hinters Steuer? Nennen Sie mir einen Grund, warum ich nicht jeden feuern sollte, angefangen mit Ihnen. Nun, Sir. Wir sind leichter, wir sind schneller. Und wenn das nicht reicht, sind wir fieser. Also los, Carol, ziehen Sie in den Krieg. Du hast einen Plan. Ein hochriskanten. Ich dachte, es geht darum, das verdammte Rennen zu gewinnen. Le Mans 66. Wenn das ein Schönheitswettbewerb wäre, hätten wir schon verloren. Aussehen ist nicht alles. Ab 14. November nur im Kino. Mr. Shelby, Sie denken, wir sind nicht imstande, Le Mans zu gewinnen? Sie brauchen einen Vollblut-Rennfahrer hinterm Lenkrad. Das ist Ken Miles. Das ist eine wundervolle Ära in der Motorsportgeschichte. Aber es ist mehr als nur ein Film übers Rennfahren. Es geht los, Männer! Der Film zeigt auf wunderbare Weise, dass zwei Typen, die von Grund auf verschieden sind, zusammenkommen können, um das Unmögliche zu versuchen. Du hast einen Plan. Er ist hochriskant. Extrem hochriskant. Alle Umstände sprechen gegen sie, aber ungeachtet dessen wissen sie, wie man dranbleibt und sie geben nie auf. Beide stehen an einem Scheideweg in ihrem Leben. Das ist so nachvollziehbar. Wenn du das machst, dann bezahlt er dich hoffentlich. Man fühlt, was auf dem Spiel steht. Zusammen werden wir Geschichte schreiben. Le Mans 66, gegen jede Chance. Ab Donnerstag, 14. November nur im Kino. Bonjour, bonjour. ¿Cuál de estos dos modelos de Ford inventó Thinking Posten und ihm die Macht? Nice. Can't even reach the pedals. How are we gonna reach Le Mans? So I would say it was easy, very easy. Where do we come? I've got genuine butterflies. Who are these guys? Who are these guys? Yes. Yeah. Feels great to be finally here.
Amazing. Wow, what a good. Incredible. Wow. Incredible. Exhilarating. I mean, it's like woohoo! I had a smile on my face the whole way round because the G-force. Yeah. It was really amazing. I was like, oh, crazy. It was beautiful. That's more like it! Hey Leute, ich bin gerade auf dem Weg nach Dortmund zur Deutschlandpremiere des Films Le Mans 66 und ich bin echt gespannt, wie es wird. Ich habe gehört, es kommen viele von euch und ich hoffe, wir haben einen tollen Abend. Also, bis gleich. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir, mit einem lauten Applaus, René Rast! Ich hatte die große Ehre, für Audi in Le Mans zu fahren, damals 2015, mit einem R18 LMP1 Auto, damals noch mit knapp 360 die gerade runter, das war was ganz, ganz Besonderes. Richtig geflasht, ein richtig geiler Film. Spiegelt so ein bisschen unsere Motorsportwelt wieder und hat mich so ein bisschen an meine Le Mans Zeit zurückerinnert. Waren viele Szenen, die ich natürlich auch schon durchlebt habe. Von dem her ein richtig geiler Film.